Hallihallo und willkommen zu einer neuen Runde Champion Selection. Hier soll es wie immer darum gehen, was picke ich für mein Team, was macht am meisten Sinn, wie kann ich als Supporter das Richtige picken, damit mein Team praktisch im Vorteil ist. Und dabei gehe ich auch auf die einzelnen Picks und Bans und so weiter und so fort ein. Ich wünsche euch viel Spaß. Zunächst einmal sehe ich hier einen Rengar im Jungle. Der wird wahrscheinlich gebannt, aber wenn der durchkommt, würde ich auf jeden Fall Lulu mit reinpicken, um seinen Engage so gut wie möglich zu unterstützen. Lulu hat nicht nur die Möglichkeit, ihm Speedbuff zu geben, wodurch er Laufgeschwindigkeit bekommt, sondern auch noch ein Schild, wodurch er dann im Endeffekt, wenn er im Kampf ist, noch ein klein bisschen mehr Sustain hat. Eine LeBlanc in der Mitte würde so ein bisschen unser One-Shot-Potenzial ein klein bisschen anheben. Und ich muss in gleicher Weise auch versuchen, sie irgendwie zu retten. Also wäre das ideale Szenario, hier mit einem WE auf Rengar zu engagen und wenn die LeBlanc reingeht, da nochmal die Ulti hinterher zu setzen. Offensichtlich kommen diese Picks soweit auch durch. Bei den Bans ist es eigentlich, ja, es ist momentan wirklich nur Präferenzsache. Man bannt ganz gerne mal, was auf der Top-Lane stark eskalieren kann, wie eine Quinn, wie vielleicht ein Yasuo, wie eine Camille. Aber auf der anderen Seite nimmt man auch gerne die Jungler raus. Wenn man hat immer so das Gefühl, ja, der Jungler ist so ein bisschen ja, der bestimmte Spiel. Und wenn man auch sich mal so ein bisschen umhört, der Jungler hat in den meisten Fällen den größten Einfluss auf ein Spiel. Er kann entscheiden, welche Richtung das Ganze jetzt geht. Wo wardet er? Wo counter-jungelt er? Warum pickt jemand Teemo? Das sind alles die Fragen, wie man sich als Jungler so stellt. What the fuck, mein Teemo? Naja gut, soll er Teemo picken, ist ja soweit okay, ist magischer Schaden, ist ein Blind, wodurch im Endeffekt auch der, ja, wo kommt zum Beispiel, der wird gecountert, oder der ADC der Gegner, ich meine, ist ja vollkommen egal. Ja, ein Teemo hat auch eine gewisse Daseinsberechtigung. Irgendwo, im Schrank, ganz weit verschlossen. Na egal, darum soll es hier nicht gehen. Wir haben jetzt halt hier das Problem, unser Midlaner, dem wird LeBlanc weggepickt. Na, und wir haben eh schon ein klein bisschen Toxiness hier im Team. Das ist also alles nicht so schön. Die Gegner haben den Wukong Engage und ein Follow-up über LeBlanc. Das ist ein bisschen schwierig zu handeln, denn Wukong kann eigentlich erstmal unsichtbar engagen. Da bringt uns das alles gar nichts, was wir so haben. Wir können ihn dann, wenn er drin ist, polymorphen, dadurch halt weiteren Damage verhindern, aber sein Engage ist dann schon passiert und das ist halt wirklich problematisch. So, und dann haben wir eine LeBlanc, die halt da viel Schaden machen kann. Wir haben eine Rek'Sai, die eventuell Flank engagen könnte und einen Fizz, der daraufhin mit seiner Ulti engagen. Soweit alles ganz in Ordnung. Die Frage ist jetzt, was picken wir da rein? Wollen wir ein bisschen Sustain gehen? Wollen wir unsere Teammates im Spiel muten? Ja, auf jeden Fall. Gegen den Thresh könnten wir jetzt dreierlei spielen. Wenn wir rein die Lane betrachten, wäre es möglich, Lulu zu nehmen, wie schon vorgepickt. Ich würde hier eventuell auch noch ein Zilean mir andenken oder unter Umständen Karma. Sona wäre auch eine Möglichkeit, aber dann darf ich mich halt nicht von den Hooks treffen lassen. Und Sona wäre insgesamt zu immobil für diese Geschichte. Ich denke mal, eigentlich würde ein Zilean hier wunderbar reinpassen. Mit dem habe ich halt dann die Möglichkeit, wer auch immer da so hart engaged oder hart engaged wurde, dem halt mit der Ulti das Leben zu retten. Das ist hier so der Plan. Sollten wir uns aber noch ein bisschen, nehmen wir hier Mana weg, ein bisschen mehr mit. Und was die Summoners betrifft, gehen wir über. Ne, dann nehmen wir die Cooldown Reduction mit, gehen wir diesen Weg hier. Movement Speed, hier dürfen unsere Teammates dann mehr Schaden machen. Das ist so der Weg. Das Exhaust bleibt hier und wir wechseln noch den Skin. Diese Runde werdet ihr dann in den kommenden Tagen irgendwann sehen. Und falls ihr das etwas verspätet seht, werdet ihr auch in der Infokarte die Runde sehen. Ich danke und wir wechseln zur nächsten Champion Selection. So, und damit springen wir zur zweiten Champion Selection. Wir haben bisher einen Jhin auf unserer Seite. Das ist schon mal relativ in Ordnung. Mit einem Jhin kann man ganz gut arbeiten. Ich habe sowohl die Möglichkeit, offensiver Natur zu gehen, mit Morgana, Thresh, Leona, eigentlich so gut wie alle, als auch defensiver Natur, dass ich sage, gut, ich werde jetzt erstmal mit Janna oder mit Sona oder sowas arbeiten und sagen, dadurch
kann ich halt ein bisschen Sustain aufbauen in der Lane, kann ab und an vielleicht poken. Und er kann halt während dieser Zeit recht gut farmen, kann seine Stärken aufbauen und gut ist. Wenn er dann auf einen Lethality-Build geht, haben wir im Midgame ein bisschen den Vorteil, wenn er auf... wenn er jetzt halt auf einen Crit-Build geht, dann haben wir halt eher das Late-Game. Das ist je nachdem, wie es halt läuft. Auf der anderen Seite haben wir halt sonst überhaupt keine Informationen. Glücklicherweise sind Top und Jungle uns voraus. Top und Jungle sind dann meistens so die Charaktere, mit denen wir uns am meisten absprechen müssen, theoretisch. Denn Top kann tanky gehen, Jungle kann tanky gehen und je nachdem kann aber auch ein Jungle noch ein Alvern sein. Also brauchen wir mehr Utility, brauchen wir einen Tank, brauchen wir Damage, brauchen wir Poke, brauchen wir. Das sehe ich dann leider erst, wenn diese beiden gepickt sind. Insgesamt, die Picks sind, die Bands sind relativ interessant, würde ich mal fast sagen. Der Darius stört mich hier am meisten, weil das ist ein absoluter Off-Ban. Off-Meta-Ban. Ja, so könnte man sagen. Akali auch. Das ist ein Darius ist eigentlich nichts wert. Wir haben jetzt einen Alistar-Support gegen uns. Wir haben eine Akali auf der Top-Lane. Die kann ab Midgame gut snowballen. Wollen wir das? Ist die Frage. Kommen wir uns auf die stützen oder können wir uns nicht auf die stützen? Im Jungle kommt jetzt halt wahrscheinlich ein Graves oder Hecarim. So ist in der Richtung, ist noch offen, wird auf jeden Fall gepickt. Vi ist auch noch offen, könnte ja auch gepickt werden. So typisches Solo-Queue. Ich habe jetzt das Problem, Alistar kann ganz gut engagen. Oh, listen, habe ich vergessen. Alistar kann ganz gut engagen, Azrael kann sehr gut darauf folgen. Insgesamt würde ich sogar hier sagen, ich gehe offensiver in Natur. Ich nehme vielleicht eine Leona, ich nehme Nautilus, eventuell auch einen Tahm Kench. Tahm Kench wäre auch eine Überlegung wert und ich glaube sogar, den würde ich nehmen. Mit dem kann ich erstmal offensiv spielen, wenn es sein muss in der Early Phase, aber ich habe dann später noch die Möglichkeit, den Djinn irgendwie rauszunehmen oder ein bedrohtes Ziel rauszunehmen. Die Riven, also die Kombo zwischen Alistar und Riven macht mir hier ein bisschen Sorgen und deswegen gehe ich hier eher mal den defensiveren Weg, der aber ja trotz allem doch eine gewisse Daseinsberechtigung hat. So, ich nehme mal hier auch Siege Master. Ich vermute fast, dass wir reingepusht werden. Hier die Tankiness, da gehen wir nicht auf die Summoners. Hier die Tankiness. Und hier ist jetzt die große Frage. Ich nehme Courage. Und wir haben den Slow, wir haben den Stun, wir können jemanden fressen. Dadurch bekommen wir immer wieder die Schilde. Fressen ist halt im Kampf dann eher schwierig. Aber ich denke mal, ja, die wollen wir speichern. Und da ja momentan auch Earth ist, haben wir den Earth Catch hier. Ich glaube, das passt ganz gut. Magischer Schaden ist relativ ausgeglichen. Wir können uns gegen die All-Ins wappnen. Vielleicht mal gucken, habe ich hier Magieresistenz in welcher Form? Scaling. Ja, dann nehme ich doch lieber die Scaling, das passt schon. Diese Runde wird dann auch in der Infokarte sein, sobald sie online ist. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss, Gemüse!